Hallihallo und herzlich willkommen zu Part 8 von meinem Buch gezockt von Mischief Makers für den Nintendo 64. Das letzte Mal ging's Marina an den Kragen. Wir wissen noch nicht, was mit ihr passiert ist. Wir werden uns das mal ansehen, was mit ihr passiert ist. Rettung, Akt 1. Ja Leute, ihr seht richtig, wir spielen Terran. Er kann Boxen und Dreifachsprung. Wir klären uns das jetzt alles einmal. Wir müssen allen Tschüss sagen. Okay. Trip Punch. Das waren bis jetzt keine Triple Punches, aber okay. Wir können uns schützen. Und er kann rennen. Das habe ich vorhin gesucht. Final blow. Angriff nach gegen oben. Triple jump, das habe ich gerade gezeigt. 1, 2, 3. Wir sind unbesiegbar. Wir haben zwar eine Energieleiste, aber wir sind sonst unbesiegbar. Rennen wir mal eine Runde. Diese Tomaten, die sind kein Problem, absolut nicht. Ja, er hat sich eigentlich schon ergeben, doch ich habe weiter drauf. Fröhlich drauf losgeballert. Oh. Ja, habe ich auch keine Ahnung mehr, wo sich der goldene Kristall befindet. Vielleicht hier hinten. Nein, überhaupt nicht. Voll falsch, Mann. Der Dreifachsprung ist schon genial. Das muss man schon sagen. Also der... Ah, hier haben wir doch was. Der kommt doch mit. Jetzt zwar nur eine rote Kiste, aber das bringt mir einen Scheißdreck. Er hat sich auf jeden Fall selbst gerade mal umgebracht. Zack. One Hit. Was kann ich, glaube ich, eigentlich oben durch müsste? Komm ich ja überhaupt oben dran? Und heftig. Nee, ich glaube nicht. Wir gehen unten lang. Ich weiß aber auch gerade nichts Besseres.
Ja, nicht sogar der gelbe, also der goldene? Nee. Oh. Zack, zack, in den Roboter rein. Was war's? Ich weiß auch nicht, was mir das bringt. Irgendwas. Energie, aber was bringt mir das? Ich weiß nicht, ob ich hier rein muss. In grün. Ich spiele jetzt hier noch keine Rolle. Hier werden wir wieder brauchen. Die Gruppe.
Das Gebiet ist dafür hier nicht allzu groß, wegen Geister, aber hat auch kein Geist mehr. Aber wir wollen jetzt einen Pott und holen uns den letzten Geister toben. Dann weiß ich auf jeden Fall, dass dieser Teil abgeschlossen ist. Zack, haben wir. Das wird dann vor allem mühsam, wenn es um die Zeit geht. Ja, das ist sicher Geister. Und dann dann weiß man bestimmt auch, wo ein Geist steckt und wo nicht. Hier zum Beispiel ein Geist und hier eine Statue, die kann man sicher auch kaputt machen wieder. Ich würde mich nicht wundern, wenn der Goldenkristall da drin ist. Ist aber nicht. Wieso nehme ich jetzt die Bombe? Geh mal schnell hoch. Der Geist fliegt ja nicht davon. Oh, Jesus, ich habe nichts gesagt in dem kleinen Bereich. Meine Güte, ich habe schon keine Lust mehr auf dieses Level. Das ist eine nervige Mission. Ja, ich gehe mal noch weiter nach oben. Mit dem Pott. Wir brauchen bestimmt noch eine Bombe, früher oder später. Ein Geist auf jeden Fall und eine Bombe vermutlich. Jetzt kommt die Wolke herunter, dürfte aber reichen. Shake, shake. Ja. Die Wolke kommt erst jetzt. So. Ja, hier hat es zwei Geister. Ich sag ja. Wenn man nicht alles schön untersucht, dann hier machen wir eine Wand, dann können wir noch eine Bombe hinwerfen. Ich weiß auch gerade nicht, wo der goldene Kristall ist. Ich hätte gemeint, er ist sogar irgendwo da oben versteckt. Ja. Zack, ist nichts. Gut. Ich laufe mal zur Sicherheit mal weiter, bevor ich. Warte, wir können. Nee. Boomerang. Es kann sein. Es könnte sein, dass ich es weiß. Okay. Hoch. Oh.
Ja, das ist auch ein mieser Geist. Das müssen alle gleichzeitig verschwunden sein. Ich schaue mich jetzt mal weiter schnell um wegen dem Herz. Oben hat's noch. Oh! Oh! Das ist ein ziemlich böser Geist, der greift an. Ja, ich sehe gerade, wir brauchen unbedingt noch Energie. Ja. Wie kommen wir jetzt da durch? Kommen wir hier überhaupt durch? Ah ja, rollen. 13 Geister sind es. Okay. Ah, ich glaube, hier ist... Hier unten... ...dürfte... ...der Goldkristall sein. Ah, schon 93 Minuten. Heißt es Hurry Up. Hurry Up, Marina! Hurry Up! Nein! Das ist eine Bombe! Ah, Scheiben putzen. Ah, sag mal, hast du vielleicht eine Energie? Die Wolke kommt. Hoch, hoch mit dir. Nein, nicht! Shake, shake! Oh, nein! Jetzt. Oh. Ich wusste, dass das noch hier unten ist. Wenn es mich nicht täuscht, dann müssen das doch jetzt alle hier sein, die hier herumschweben. Ihr habt hier noch einen gesehen, den können wir ganz einfach holen. Jetzt zwei gehabt. Sind nicht alle gewesen. Gut. Ja, hier ist natürlich noch einer. Ja! Das waren jetzt aber alle. Ja, wir haben die Geisterplage befreit. Wir kriegen ein paar Rubine. Nett. Deran. Der Such ist harter. Harter? Wieso soll ich es harter tun? Jetzt kommt noch eine Esther's... Wie heißt er? Esther? King Esther Mission. Doch, die lasse ich jetzt mal aus. Für heute zumindest. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns im nächsten Pass. Bis dahin, euer Eagle Twin 6. Ciao zusammen.